Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Heute geht es mal um die Kartoffel. Auch die Kartoffelanbauer mussten spüren, dass das Jahr 2013 ein sehr ungewöhnliches Jahr ist. Wie war denn die Situation in den letzten Wochen? Ja, in Nordrhein-Westfalen, in der Pfalz und auch in Niedersachsen ist die Entwicklung der Kartoffel zurückgewesen. Und in Mitteldeutschland und Süddeutschland konnten die Kartoffel aufgrund der hohen Niederschläge erst spät gepflanzt werden, zum Teil erst um den 20. Juni herum. Und die weitere Entwicklung der Kartoffel ist natürlich dann von der Witterung abhängig. In diesem Jahr leiden viele Bestände unter den Folgeschäden von der Kälte und Nässe, die zur Jugendentwicklung herrschten. Unter solchen Bedingungen werden zum Beispiel Nährstoffe wie Phosphor, Eisen und Zink schlechter aufgenommen. Und durch eine schlechtere Nährstoffaufnahme wird dann natürlich auch der Ansatz begrenzt. Man kann schon erkennen, dass der Ansatz nicht schlecht ist. Bei der genaueren Betrachtung der Knollen findet man aber Trockenschorf, gegen den man nicht wirklich viel machen kann. Das ist hier ein kleiner Schlag von einem kleinen Privatbauern, aber ich denke, das Wichtigste kann man auch hier erkennen. In diesem Jahr ist der Blattapparat häufig unterentwickelt. Wenn man sich die Blätter jetzt genauer anschaut, dann sieht man häufig Symptome von Krautfäule, also Phytophthora oder auch Alternaria. In diesem Fall diese braunen großen Flecke, das ist Krautfäule. Häufig, wenn man Tau hat oder nasse Witterungsbedingungen, dann sieht man auf der Blattunterseite auch das Myzel oder diesen Pilzrasen. Wichtig ist zu sehen, wie die weitere Witterung ist. Bleibt es trocken und heiß, dann ist das Risiko von Phytophthora relativ gering. Aber von Alternaria bleibt das Risiko bestehen. Dann können Sie eben Ihre Bekämpfungsstrategie dementsprechend ausrichten. Heute gibt es zum Abschluss noch eine Bauernregel. Wie das Wetter, wenn der Hundstern aufgeht, so wird es bleiben, bis er untergeht. Von gestern bis zum 22. August sind die sogenannten Hundstage, die in der Regel sehr trocken und heiß sind. Und nun können wir uns schon vorstellen, wie die nächsten 4 Wochen aussehen. Ich denke, bei Ihnen war es gestern sehr warm und heiß und somit haben wir ideales Erntewetter. Möchten Sie den Wetterbericht etwas analytischer haben, so schauen Sie einfach unter agraheute.com nach. Dort finden Sie auch neue Funktionen. Aber zum Abschluss fällt mir noch eine weitere Bauernregel ein. So golden die Sonne im Juli strahlt, so golden sich der Weizen malt. Also eine gute Weizenernte für Sie. Bis dahin, tschüss!